Wort Gottes hören, auf die Predigt, und die steht heute unter dem Thema Mangel durch Überfluss, Fragezeichen, oder die Sache mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Kennst du das Musical Anatevka? Irene und ich haben es in Feuchtwangen bei den Kreuzgangspielen vor ein paar Jahren mal angeschaut, sehr sehenswert. Und darin singt der jüdische Milchmann Tefje das berühmte Lied »Wenn ich einmal reich werde« und so weiter. Erspare ich euch jetzt meinen Gesang. Aber um was geht's? Er sieht seinen Mangel und was ihm alles fehlt. Und dann denkt er, ja, wenn ich reich wäre, dann wäre alles besser. Dann wäre ich wirklich glücklich. Und im Predigttext von heute geht's um einen voll reichen Mann. Und den können wir ja mal fragen, wie geht's dir mit deinem Überfluss? Schauen wir zunächst rein ins Wort Gottes. Als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen und niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Rabbi, erwiderte der Mann, das alles habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir, sagte er. Geh und verkaufe nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Ich bete. Herr, und nun segne du dein Wort an uns allen. Gib mir Vollmacht, es auszulegen, und uns allen offene Herzen, dass es hineinfällt in unser Leben. Amen. Das ist ein junger, erfolgreicher Mann. Ich nenne ihn mal einen Manager, eine Führungskraft, ein Unternehmer vielleicht, einer, der es gleichzeitig mit dem Glauben total ernst meint, und der begegnet Jesus. In der Bibel bleibt er anonym, wir erfahren nicht, wie er hieß, aber seine Geschichte hier im Neuen Testament, die hat ihn geradezu sprichwörtlich gemacht. Er ist der reiche Jüngling. Er lebt im Überfluss. Ihm geht's super. Er ist reich an Vermögen. Er kann sich alles leisten. Er hat Überfluss. Und ich denke, dass er nicht nur an Geld, auch an anderen Dingen reich ist. Vielleicht an Wissen, das er sich erworben hat. An Freunden, die zu ihm halten und von ihm begeistert sind. An einer tollen Familie. Er besitzt vieles. Und dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich traue meinen Augen nicht, wenn ich dann hier lese, was da steht, weil ich habe so den Eindruck, hey, dieser Hipster, der singt
doch tatsächlich dasselbe Lied wie der Milchmann Täffche. Wenn ich einmal reich wär. Hä? Nanu? Ausgerechnet der sagt das? Der ist doch reich. Aber diesem jungen Mann, dem brennt was unter den Nägeln. Den treibt was um. Dem lässt irgendwas keine Ruhe. Und ich habe den Eindruck, er empfindet einen Mangel. Er empfindet einen großen Mangel, obwohl er im Überfluss lebt. Und er spürt, dass ihm was ganz Wichtiges fehlt. Und darum habe ich das so genannt, das Thema Mangel trotz Überfluss. Mangel trotz Überfluss. Ich glaube, das gibt es an vielen Stellen. Wäre auch gesellschaftlich ein interessantes Thema. Ist jetzt nicht mein Thema heute. Wir schauen uns diesen Mann an. Der lebte in der Illusion, dass sein Besitz ihn reich machen könnte. Und ich habe so den Eindruck, der Rest, der zu seinem Glück durch Gott, dass wirklich alles rund ist und gar nichts mehr schief gehen kann. Und manchmal habe ich so den Eindruck, so leben wir Christen in Deutschland, in Europa, so auf einer Insel, auf der es uns gut geht. Und Jesus soll sich dann noch darum kümmern, dass wir gesund bleiben und unsere Hobbys pflegen können und dass unsere Kinder und Enkel gute Noten schreiben und keinerlei Mangel haben und mit Geschenken in Hülle und Fülle überschüttet werden können. Aber irgendwo hakt's. Irgendwo hakt's auch bei dem jungen Mann und der merkt, da passt was nicht. Da klemmt's und so kommt er zu Jesus. Was soll ich tun, damit ich übersetze das jetzt mal so, auch noch das ewige Leben krieg? Was muss ich tun, fragt er, um bei Gott anzukommen? Um bei Gott anzukommen, wenn die Party hier auf dieser Erde abgepfiffen wird. Und ich find's stark, wenn uns diese Frage umtreibt, wenn uns die bewegt. Und es ist ja so, jetzt in der Corona-Krise ist die Party ja an vielen Stellen buchstäblich abgepfiffen oder zumindest so eingeschränkt, dass es kaum noch Spaß macht. Und viele Menschen kommen ins Nachdenken und fragen, hoffentlich. Dieser junge Mann hier stellt sich dem Gespräch mit Jesus und er sucht Klärung. Es ist gut, wenn du von Zeit zu Zeit mal zu Jesus kommst, um was zu klären. Und ich glaube, der Gottesdienst ist immer eine gute Gelegenheit dazu. Warum bist du hier heute Morgen? Bist du offen dafür, dass Jesus vielleicht heute was mit dir klären will? Es wäre genial, wenn das passiert. Wenn du nicht nachher rausgehst und sagst, schön war's und das war's, oder dieser Satz vom Rudi, der hat mich voll gestört, oder naja, es war ja nichts Neues dabei, oder die Lieder, die waren jetzt nicht so nach meinem Geschmack, oder was auch immer, sondern wenn du rausgehst und sagst, hey, ich habe gemerkt, Jesus will was klären mit mir. Jesus kannst du nichts vormachen. Er kennt dich durch und durch. Er kennt die verborgensten Winkel deines Herzens. Und ich glaube, wer zu Jesus kommt, der tritt immer auch ans Licht. Und Jesus weiß, mit welchen lieblosen Ausdrücken du andere Verkehrsteilnehmer betitelst. Im Auto, wenn es keiner hört. Jesus weiß, wie du mit deinem Ehepartner sprichst, in den eigenen vier Wänden, wo es keiner hört. Jesus weiß,
was du dir im Internet anschaust. Er weiß, wie du deine Steuererklärung ausfüllst. Er kennt dein Herz. Er kennt deinen Neid. Jesus weiß, wo du jemandem was nachträgst und wo du nicht vergeben hast. Genauso wie er von diesem reichen jungen Typ alles gewusst hat. Und Jesus deckt es auch auf, wenn du ihn danach fragst, wenn du zu Jesus kommst und ihm dein Leben hinhältst in dem Wissen, Jesus will mir helfen und er möchte mich frei machen. Und deshalb will er was klären mit mir. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann wird er uns Lebensbereiche aufzeigen, in denen wir uns nicht so verhalten, wie Gott es möchte von uns. Hier dreht sich's um Reichtum. Mit dir will Jesus womöglich über ein anderes Thema reden. Verstehst du, der Punkt ist nicht die Höhe deines Bankguthabens. Kann es vielleicht auch sein, weiß ich nicht, aber es geht viel, viel tiefer. Die Pointe, das, was dieser Mann hier klären muss, ist die persönliche Beziehung zu Gott. Ob du reich bist bei Gott oder vor ihm, Entschuldigung, eine arme Sau. Und ich glaube, dieser junge Mann, das war echt eine arme Sau, trotz seines ganzen Reichtums. Sein Überfluss war ihm zum geistlichen Problem geworden. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit geht. Bei mir ist es so, wenn Jesus mir so Punkte aufzeigt, dann schmerzt das im ersten Moment. Weil ich würde mich gern vielleicht frömmer oder perfekter sehen und es wird mir bewusst, dass ich so vieles selber nicht hinkriege. Und dass ich nicht so gut bin, wie ich mich gern selber sehen möchte. Ist dir aufgefallen, Jesus sagt ihm, du kennst doch die Gebote. Und dann zählt er einige auf. Was waren das für welche? Ist dir aufgefallen, dass Jesus nur die Gebote zitiert, wo es um die Beziehung zu den Mitmenschen geht? Die Gebote, wo es um die Beziehung zu Gott geht, die lässt er weg. Ich meine, damit gibt Jesus hier schon so einen ersten Hinweis darauf, wo das Problem dieses Mannes gelegen hat. Die Gebote, die Jesus nicht nennt, sind genau die, mit denen der seine besonderen Probleme hatte. Es sind die Gebote, in denen es um die Beziehung zu Gott geht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Klar, er war im Glauben unterwegs. Aber wirkliche Priorität in seinem Leben hatten andere Dinge. Und jetzt kommt er zu Jesus und fragt, wie kann ich reich werden? Wenn man so sich seinen Background betrachtet, dann muss man das wahrscheinlich so lesen, wie kann ich noch reicher werden? Wie kann mein Leben perfekt werden? Ich habe so das Gefühl, ich und ich und ich und ich und ich meiner, mich und mir segne diese vier. Und eins ist sonnenklar, wer reich werden will, der muss ja viel investieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser junge Karrieretyp ziemlich viel investiert hatte, bis er so on top war. Weil nur wer wagt, gewinnt, ist klar. Aber er merkt auch, Geld ist nicht alles. Hobbys sind nicht alles. Freizeit ist nicht alles. Auch Familie ist nicht alles. Und irgendwo fehlt was Entscheidendes und er merkt, ja, irgendwie hat das mit Gott zu tun. Welche Rolle spielt er eigentlich für dich? Was bedeutet er dir? Was muss ich investieren, um bei ihm anzukommen?
was muss ich investieren? Und Jesus sagt ihm, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Ich habe das Gefühl, Jesus gibt ihm neue Werte. Einsatz für andere. Investiere in Menschen. Investiere in die Sache Gottes. Leg bei Gott an, nicht bei deinen Banken. Au backe. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Weil jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wie dieser junge Mann, traurig weggehen und sagen oder sich denken, nee, der Preis ist mir zu hoch, so viel mag ich nicht investieren. Und die andere, die zweite Möglichkeit, da müssen wir jetzt ganz genau reinschauen in die Bibel, müssen uns anschauen, wie die engsten Freunde von Jesus, die Jünger, reagieren. Die sind erstmal geschockt. Die kriegen die Vollkrise. Die merken, ja, wenn es bei dem nicht langt, ja, dann langt es ja bei mir auch nicht. Wenn der nicht in den Himmel kommt, ja, bitte schön, wer denn dann? Denn ich habe den Eindruck, dieser junge Erfolgreiche war offenbar ein super Typ. Der ist sympathisch. Der war nicht korrupt. Der war fair zu seinen Angestellten. Der hat angemessene Löhne bezahlt. Der hat korrekt seine Steuern abgeführt. Christliche Maßstäbe waren für den nicht bloß fromme Floskeln. Und was er im Konfi-Unterricht mal gelernt hat, das hat er auch nicht vergessen. Wie, und das langt jetzt nicht? Hey, Jesus hat kein grundsätzliches Problem damit, dass jemand viel besitzt. Seine Kritik hier ist nicht ideologisch, sondern die ist hier seelsorgerisch. Seelsorgerisch. Er sieht genau, wo es bei dem hakt und deshalb wird er hier so drastisch. Diese Sache mit dem Kamel und dem Nadelöhr, das klingt ziemlich radikal, das ist radikal, das klingt nicht bloß so, das ist radikal. Und das darf man auch nicht relativieren. Wenn ihr in Kommentare reingucken würde, Ausleger erklären alles Mögliche dazu, dass das Nadelöhr eigentlich ein Stadttor gewesen wäre und lauter so Sachen, aber es nützt alles nichts. Jesus meint Kamel und er meint Nadelöhr. Und das heißt so groß und so winzig. Und das ist so krass, das passt nicht. Null Chance. Und dann wird es den Freunden von Jesus heiß und kalt. Ja, hey, ja, wer denn dann? Und jetzt muss man sehen, das waren ja keine Millionäre. Die haben alles verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Und trotzdem empfinden sie, wir sind reich. Ich bin auch reich. Immer eine Frage, mit wem man sich vergleicht. Neulich am hauptamtlichen Tag sagte der Traugott Hopp, ich habe das Glück, zu den 5% Pastoren weltweit zu gehören, die bezahlt werden für ihren Dienst. Gehöre ich auch dazu. Die meisten weltweit haben diesen Luxus nicht. Also es geht nicht um die Höhe des Guthabens. Die Jünger empfinden das und obwohl sie Leute waren, die wussten nicht, wo sie am nächsten Tag ihr Essen herkriegen. Und die sagen jetzt nicht, betrifft uns nicht, wir sind ja nicht reich, sondern die fragen sich, was heißt es jetzt für mich? Und der junge Mann ist doch gläubig und er ist charakterstark und ich denke mir, so ein Typ wäre ein Gewinn für jede Gemeinde. Und Jesus hinterfragt ihn so dermaßen und macht ihm deutlich, ja, dafür, wo du dein Herz dran hängst, da wirst du immer Zeit und Geld investieren. Und ich glaube, dass auch wir das erleben können. Dass er auch uns nach unseren Prioritäten fragt.
Und er wird mit dir über Dinge sprechen, die du auf keinen Fall lassen willst. Und er wird mit dir über das sprechen, was dein Leben ausmacht. Und er wird sagen, hey, auch bei dir gibt es was, an das du dich hältst, was dir voll wichtig ist, was dir Trost gibt, wenn du down bist, an was du dich klammerst oder wo du sagst, ja, das tut mir gut, das brauche ich unbedingt. Und dann wird er sagen, woran du dein Herz hängst. Das ist in Wirklichkeit dein Gott, völlig Banane, welches Glaubensbekenntnis du am Sonntag aufsagst. Und hey, ich bin überzeugt, wenn wir uns auf ein klärendes Gespräch mit Jesus einlassen, dann spricht er mit uns auch über unsere Götter. Die Sachen, an denen du hängst, was dich erfüllt. Vielleicht ist es deine Fitness oder deine Bildung. Vielleicht ist es deine Freizeitgestaltung, dein Hobby, um das sich alles dreht. Dir kaum Zeit lässt für Mitarbeit in der Gemeinde. Vielleicht ist es der Sport. Kann bei jedem was anderes sein. Frage ist, Frage, die Jesus dir stellt heute Morgen, was ist es bei dir? Und das ist ja alles nichts Schlechtes und es kann gut und wichtig sein, aber nicht das Zentrum deines Lebens, dem sich alles unterordnen muss. Vielleicht sagt Jesus zu dir, hey, wenn du das jetzt mal wegrechnest aus deinem Leben, zieh das mal ab, was bleibt dir dann? Subtrahier mal all diese Sachen aus deinem Leben. Alles, wofür du viel Geld und Zeit investierst. Und jetzt wird es in unserem Text hochemotional. Traurig. Traurig wurde der junge Mann, steht in Gottes Wort, weil er lebte im Überfluss. Mangel durch Überfluss. Er liebte das alles und so sehr, der wollte das nicht missen. Und daher ist der coole junge Mann total geschockt von dem, was Jesus jetzt sagt. Weil sein Vermögen ist für ihn das, was der Vater im Himmel für Jesus ist. Und ja, Gott sehnt sich danach, dass er es auch für uns sein darf, für dich. Und an der Stelle windet sich jetzt der junge Mann, weil er hängt nicht wirklich an Gott, sondern der hängt an seinem Überfluss. Und ja, ich spüre auch, wie viel Konkurrenz für Gott, für den Vater im Himmel es auch in meinem Herzen gibt. Geht es dir auch so? An wie vielen kleinen Göttern und Reichtümern mein Herz hängt? Mich zieht es zum Beispiel so gern in die Berge, Sommer wie Winter, und da hat Gott nichts dagegen und ich darf mich freuen an seiner Schöpfung und ihn dann preisen. Aber ehrlich, ich frage mich manchmal echt, ob ich im Gottesdienst wäre, zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht predigen müsste. Oder ob ich dann nicht lieber auf einen Berg raufrennen würde. Und ich merke immer wieder, wie unmöglich es für mich ist, mich so an den Vater im Himmel zu hängen, wie Jesus das tut. Und dass ich es nötig habe, dass ich immer wieder zu ihm komme und mir zeigen lasse, in so einem klärenden Gespräch, ja, wo es nicht passt in meinem Leben. Und ich merke hier, die Klarheit, um die es zuerst geht, ist die Klärung, wie hältst du es mit dem ersten Gebot? Anochi Adonai Elohecha, ich bin der Herr, dein Gott. Bin ich es wirklich? Darf ich es sein? Hey Rudi, wie wichtig bin ich dir? Wie viel Zeit verbringst du mit Jesus im Gebet? Kann es sein, dass dein Mangelgefühl vielleicht auch was mit mangelndem Gebetsleben zu tun hat? Und hast du verstanden, dass deine Rettung aus purer Gnade geschieht und aus eigener Kraft völlig unmöglich ist, so unmöglich wie ein Kamel durch ein Nadelöhr zu bekommen?
Und da ist mir noch was aufgefallen. Es heißt, Jesus sah den jungen Mann voll Liebe an. Auch dich. Er sieht dich jetzt voll Liebe an. Und da gibt es eine interessante Parallele. Auf eine gewisse Weise ist Jesus ja auch sowas wie der reiche Jüngling. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Jesus gibt alles auf für uns. Die Bibel sagt, er hatte die Fülle, er hatte Überfluss, die größte Herrlichkeit, die man sich vorstellen kann beim Vater im Himmel. Und er tauscht es ein gegen Krippe und Kreuz für uns. Er macht sich arm, um dich und mich reich zu machen. Hey, und wenn du Jesus so siehst, dann ist ja Jesus eigentlich der ultimative reiche Jüngling. Und als der das alles tat, steht er jetzt vor dir. Jetzt in diesen Minuten, jetzt hier im Hollerfeld, steht er vor dir und er fragt dich, bewegt dich das? Rührt dich das an? Geht dir das zu Herzen? Und komm und leg ihm all die Dinge hin, an denen dein Herz hängt. Und häng dein Herz wieder ganz neu an Jesus. Halt ihm dein Leben hin und öffne deine Hand, und als wäre sie dein Herz, und bekenn ihm, wo es hakt bei dir. Wo du ihm gerne folgen würdest, aber merkst, ich land immer wieder auf der Nase. Und der Zugang zu Gott steht offen und dein Platz bei Gott steht dir frei. Und mit jedem und jeder von uns will Gott ab und zu solche klärenden Gespräche führen. Jesus redet mit uns, damit wir nicht dauerhaft an geistlichem Mangel leiden, weil wir am materiellen Überfluss ersticken. Und deswegen ruft er uns zu sich in seine Gegenwart. Und vielleicht sagt Jesus zu dir, hey Freundchen, von dir wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit. Mehr Zeit im Gebet, in der Begegnung mit mir. Oder mehr Zeit in der Gemeinde. Oder von dir wünsche ich mir mehr einen Blick für andere. Wen kannst du loben? Von dir wünsche ich mir, dass du mal ein bisschen weniger Sport treibst und ein bisschen mehr Zeit für Mitarbeit in der Gemeinde investierst. Oder von dir wünsche ich mir, dass du vielleicht mal auf ein Hobby verzichten oder das reduzieren kannst und im Hollerfeld mit anpacken. Ich muss so dran denken, als Stadtradeln gewesen ist in diesem Sommer. An einem Tag wollte ich mit der Irene gern um unseren See radeln, aber da war Fensterputzen im Gemeindehaus angesagt. Und es war schon eine Versuchung zu sagen, hey, das geht auch mal ohne uns, müssen wir nicht unbedingt dabei sein, aber wir sind dann doch hingegangen. Und als wir dann das Hollerfeld verlassen haben, gab es als Dankeschön von Gott so einen doppelten Regenbogen. War voll genial. Ist jetzt so eine Kleinigkeit eigentlich, aber ich fand es damals so cool. Und ich muss so dran denken, vielleicht fühlst du deshalb oft so einen Mangel in dir, weil du ja deinen Überfluss nicht loslassen kannst und sich so viel drum dreht, wenn ich einmal reich wäre, wenn ich das noch hätte und jenes noch machen könnte. Diese Geschichte hier hat kein Happy End, wenn man so will. Der reiche junge Mann ging traurig davon. Bei dir und mir soll es anders laufen. Bei uns soll es zum Happy End kommen. Und aus diesem Grund muss Jesus manchmal Tacheles reden. Tacheles reden, das ist Hebräisch. Tachlit heißt Ziel. Es geht darum, was bringt mich ans Ziel? Weil Jesus will, dass du und ich das Ziel, das ewige Leben erreichen. Und deshalb spricht der Tacheles. Ich habe es in meiner früheren Gemeinde mal erlebt, dass ein junger Mann kam nach einem Gottesdienst mit einer Holocaust-Überlebenden, die wir da hatten, und er hat sein Sparbuch abgeräumt
und gesagt, dass ihm Jesus deutlich gemacht hat, er soll das für Holocaust-Überlebende spenden. Gott hat ihn gesegnet, auch weiter. Er leitet heute eine sozialmissionarische Arbeit in Berlin und erlebt ganz viel mit Jesus. Ich denke, das hat was damit zu tun, dass er sich da auf ihn eingelassen hat und nicht wie der junge Mann traurig weggegangen ist. Das war es für ihn. Keine Ahnung, was es für dich bedeutet. Aber dieses Happy End wünsche ich jedem von uns. Und dass du dir nicht mehr wünschst, wenn ich einmal reich wäre, sondern dass du erstaunt feststellst, in Jesus bin ich überreich beschenkt. Ich bin reich für immer. Ich möchte mit uns beten und lade ein, wer kann, dazu aufzustehen.